Hallöchen, ihr Lieben, bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Drug Dealer Simulator 2. Jetzt haben wir ja letztes Mal endlich rausgefunden, wie wir unseren Stuff da machen können. Was ist denn hier eigentlich? Zeig mal her. Können wir hier mal eine Lampe kaufen? Das ist ja ganz furchtbar. Jetzt wissen wir wieder, wie wir das machen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist gut. Das gefällt mir. Und da machen wir auch direkt weiter. So, wir haben hier Amphetamin. Ah ja, hier wird. Wir haben 18 Gramm Amphetamin. Messamphetaminverbindung. Jod und Ephedrin. Okay. La. Machen wir hier. Ah, nee. Ethanol. Wir brauchen Ethanol Neues. Und Vitamin. Für Amphetamin Salz. Und. Nee, warte mal. Wir brauchen hier gar kein Salz machen. Ist ja Quark. Hier. Amphetamin Salz, nur aus einer anderen Verbindung. 20 Gramm. Ich habe heute meine Zusage bekommen, ich darf nächste Woche im Altenheim hospitieren. Dienstag laufe ich in der Spätschicht mit und Mittag in der Frühschicht. Mittwoch, ich wollte gerade sagen, hä? Und Mitte August 2 Wochen im Kinderkrankenhaus. Oh, das hört sich doch nicht schlecht an, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch richtig, richtig gut an, Leo. Was heißt denn? Sind das Stammkunden? Weiß ich nicht. Okay. Keine passenden Arbeiter. Da haben wir noch Samen. Wir brauchen Blumenerde. Die hole ich direkt mal. Und wir gehen rüber in unseren kleinen 4 Wänden. Im Bunker. Machen wir mal ein paar Pakete fertig. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, alle einmal abgefrühstückt hier, ne? Alle Dealer. Da unten. Alle Dealer. Die haben, glaube ich, da warten wir. Da müssen wir jetzt nicht sofort, ne? Da können wir nächsten, übernächsten Tag oder so hin und die wieder beliefern. Oh, hello there. Came back to buy something? Ich möchte was kaufen. Bestätigen wir. Nehmen wir mit. Hier haben wir noch ein bisschen Geld, das ist okay. That's it. Well, Petey, goodbye. So. Eine Woche in der Chirurgie und eine Woche in der Kardiologie im Kinderkrankenhaus. Darauf freue ich mich besonders. Da kannst du auf jeden Fall dann mal berichten. Das kannst du mal melken. So, wir gehen rüber. Da müssen wir noch ein bisschen Marihuana anbauen. Da war, glaube ich, leer. Mein Plan ist es heute auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Amphetamin, vielleicht auch schon Messamphetamin, mal schauen. Und vielleicht ein neues Häuschen kaufen irgendwo. Wo wir denn unsere Amphetaminproduktion umlagern können, weil die würde ich, glaube ich, gerne hier irgendwo so haben wollen. So einen Riesenladen würde ich gerne haben, wo man einmal mittig alles machen kann und andere Sachen so ein bisschen nur aufgeteilt sind. Ja, mal schauen. Das ist auch frech, jetzt halt so zweimal einfach. Ja, kann ich machen, ist aber ja noch etwas hin. Jetzt erstmal nächste Woche in Altenheim. Naja, es geht rucki zucki, guck mal, ist schon der 17. ne? Das geht rucki zucki. 43.000. Dieber. Ich weiß nicht, können die auch überfallen werden? Ja genau, und Dealertusch will ich hier mich nochmal informieren, ne?
Weil es steht ja einfach nur Dealer. Wenn Dealer die Ware verkaufen, kannst du das Geld abzüglich. Dann kannst du den Dealer Kunden zuweisen, um einen Mitarbeiter zum Dienst zu machen. Platziere ihn in den Schrank. Hier zum Auszug in den Kunden oder den Briefkasten. Kaufe Weise, kaufe Rührer. Stelle einen Dealer auf einen Chainspot oder kaufe einen Tresor für dein Versteck, um Geld aus Verkäufen zu lagern. Wenn du einen Verteiler haben möchtest, musst du ihm einen Verteiler-Schreibtisch besorgen. Ich weiß nicht, wo wir den herkriegen. Das ist direkt gegenüber von dir, das Altenheim. Das ist so noch besser. Das ist ja Gold quasi. 1, 2, 6 hat er schon, okay. Das kriegen wir immer auf Tasche, ne? Ja, okay. Das kriegen wir immer auf Tasche. Oh, das ist ja, wie haben sie doof, haben sie das denn gemacht? Das ist doof gemacht. Oh, nee. So. Was waren hier noch? Erhöhe den Ruf, genau. Wir machen jetzt hier mal ein paar Pakete fertig. Und dann verteilen wir die. An die Influencer. So, Dünger. Dünger. Wie viel Wasser haben wir denn da noch drin? Ja, da ist noch eigentlich genug Wasser drin. Ja, das passt. Zack. Zack. Oh, guck mal. Sie, so viel war da gar nicht. Gut, wir haben letztes Mal große Pakete gemacht, ne, für die. Stimmt, stimmt, stimmt. Kleben. Samen. Nehme ich mir mal 3. 4 lasse ich mal hier. Die nehmen wir mal mit. Kleinen Tütchen passen soweit erstmal noch. Packen wir mal nach hier. Und die Blanz auch. Ah ja, genau. Ich gucke nochmal nach Keksen gleich, wenn wir auf dem Weg nach drüben sind. Dann können wir ein paar Kekse machen. Weiß ich, können wir Kekse den Influencer eigentlich auch geben? Weiß ich gar nicht. Was machen wir denn? 30 Gramm. Nee, 35 Gramm, ne? Viermal 35 Gramm machen wir. Kann mich gerade nicht auf Twitch anmelden, voll blöd von vom Handy aus. Okay, das weiß ich gar nicht. Ich habe mich einmal in meinem Leben angemeldet und seitdem bin ich da dran. Was? Achso. Gut, die Musik, ja. So, how's it going? So, wir brauchen genau das. Boah, nee, so viel will ich ja aber gar nicht von haben. Dann nehmen wir mal 10 mit. Kaufen wir. So, Wasser. Wie viel Wasser haben wir hier? 3, 5. Na, das kann hier bleiben, das passt. Achso, wir können ja eigentlich auch die Bohnen hier mal mit rein, die Samen hier mit reinpacken, ne? Das geht auch. Und hier so eine Rolle. Können wir da auch mal rein und die Rolle da rein. Das passt. Und die Plastiktüten auch erstmal.
Ja, doch, das passt. Aber die anderen habe ich ja auf Tasche, ne? Ja. Sehr gut. Schlafen? Nee, ich gehe mal nicht schlafen. Wir gehen einfach mal raus. Dienstag 14 bis 20 Uhr, Mittwoch 6.30 Uhr bis 14 Uhr werde ich dann spät hier erscheinen. Das sind auch ganz gute Zeiten eigentlich. Wie viele Verkäufe haben wir für den nächsten Tag? 6 Verkäufe im Kalender? Den Kekse, wie gesagt, will ich gleich gucken. Was pfeift denn mich an? Wie viel hatten wir noch? 48 Gramm, das sieht gut aus. Hier ist ja auch noch so ein Spot, aber wieso kann ich hier eigentlich keinen mehr hinstellen? Ich kann keinen Arbeiter mehr einstellen, weil... Er muss doch aber gehen, aber... Weil ich kann hier keinen Schrank mehr auf diese Insel platzieren, weil ich glaube, zu meinen, auf dem Rückweg können wir ja noch mal durchgucken, ob es da wirklich kein Haus mehr gibt, was man kaufen kann. Aber die Insel ist ja auch wirklich klein, ne? Noch ein Versteck da haben, weiß ich jetzt nicht. Das muss. Hallo! Hey, Shiny Junge! Guten Abend! Einen wunderschönen Shiny! ...40 Gramm, das sieht noch gut aus. Oh, die hat 9 Kunden, sehr schön. Konnte man hier Essig kaufen? Weiß ich gerade gar nicht. Aua! Mach doch die Scheiße auf. Hello. Now what do you need? Jawohl. Ist auch ein bisschen viel. 6 reicht erstmal. Come by when I restock. Ja, das passt erstmal. Brauch hier nicht stuck. Ich bin mal einer rocheln. Jawohl, Leo. Shiny Junge, alle schick bei dir. Alles senkrecht. Gehen wir erstmal runter. Ob wirklich? Weil du einen halben Zentimeter gefallen bist. Alles schick und bei dir auch. Alles bestens. Wow. Tippitoppi. What is it? So. Auch gut. Kann das Spiel wieder neu starten? Aber das liegt ja nicht an TikTok, weil das passiert ja auch, wenn TikTok aus ist, ne? Alter. Versteht das einfach nicht. Wieselchen, mein Lieber. Einen wunderschönen. Und danke für deine 20 Biddies. Ich leg dir ein paar Cookies unter den Reifen. Hippie-Kopf wieder am Start. Nee. Wie sich hält, wie ist die ja, mein Lieber? Ich spiele gerade mal 15 Minuten. So schnell war es noch nie. Alles senkrecht, sauber. Sauber. Was ist denn hier eigentlich mit unserem Bauchnabelfreitag? Da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ich bin ja ein bisschen vernachlässigt hier, ne? Ja, bei mir ist auch alles bestens soweit. Alles
Top. So. 34 Gramm Amphetamin haben wir. Ah ja, ist voll. Okay. Achso, Säure, Essig. Was? Müssen wir erstmal auspacken hier. Hallo. Was? Nicht genug Speicher? Stell mal den einmal ganz kurz hin. Oh. So. Essig. Und Essig. Da ich gerade Urlaub habe, putze ich den Bauchnabel nicht, damit er zu Arbeitsbeginn schön dreckig ist und stinkt. Genau, 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 genau. So will ich das lesen. So will ich das lesen. Ich habe einfach mal Ethanol gekauft. Diesen Bums können wir ja hier nicht kaufen, so, ne? Safe. Schreibtisch. Nee, diese Aufbewahrungsbehälter können wir so nicht kaufen. Glaube ich. Nee, die müssen wir anders kaufen. Okay. Okay. Ah, falsch. Hier. Amphetamin, Essig, Ethanol. Haben wir kein... Na gut, wir hätten ja da auch noch was dann. Ah, ist schon voll, okay. Okay, okay, okay. So, Amphetamin. Achso, nee, das ist ja Salz. Nee, Salz nicht hier. Hier nur Amphetamin. So, und hier Salz. So ein Bottich wäre auch noch mal was, ne? Vielleicht ein großer. Und denk daran, wenn du guckst mit Mehlpunch, dann schwächt das das Suchtgefühl deiner Kunden. Also nimm am besten Backpulver zum Schrecken. Ja, wir wollen ja nicht, dass das Suchtgefühl geschwächt wird, ne? Das wollen wir ja auf keinen Fall. Das wollen wir ja verhindern. So, was haben wir denn hier? 3 Gramm. Ich mache das mal wieder ein bisschen weiter weg hier. Amphetamin. 3 Gramm. 4-mal. Und 5-mal 1 Gramm. Und dann machen wir nochmal 2 10 Gramm Dinger. Nee, ein. So. Oh, ich bin aber auch auf dem Sack hier. Wir müssen auf jeden Fall so eine Bottiche kaufen. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Das, wie viel ist da noch drin? 40 Gramm, das passt. Essig haben wir alles so weit weg. Das ist gut. Gucken hier nochmal kurz nach. Füllen wir den nochmal auf hier. Und den auch nochmal am Vitamin. Zack.
40 drin, 17 Gramm haben wir. Schön. Weiß ich, was macht der? Es ist ja der. Mitarbeitergebühr. Chemietafel, Labortechnik, deutsche Safe-Tafel. Wir lassen ihn mal. Wir lassen ihn mal. Warum bannst du mich? Warum nur? Weil du mir auf den Sack gingst. Ganz einfach. Mal schauen, wie es heute ist. Auf jeden Fall guten Abend, Yannick. Ich dachte, komm, so 24 Stunden tut mal ganz gut. Jetzt kannst du ja auch komischerweise so ganz normal schreiben, ne? Und kein Holländisch. So. Wir gehen nach da oben. Schauen wir mal da. Können wir da ein paar Samen kaufen nochmal? Auf dem Rückweg, wenn wir auf der ersten Insel sind, gucken, ob wir den da auch oder nee, ich gucke bei dem anderen Dealer erstmal gucken, ob es überhaupt geht, ob man da einen neuen Dealer hinzufügen muss oder ob man auch einen bestehenden Dealer mit Amphetamin versorgen kann. Schauen wir mal. Guten Tag. Welcome, welcome back. Ja, hallo. Das geht eigentlich gar nichts an. Sie waren nur von Stoffen unter Druck. Ah, ich wollte ja wegen Kekse gucken. Verdammt. Aber hier, große Behälter nehmen wir mal. Vier. Goodbye, friend. Welcome. Vier. Need anything? Samen. Come back when I restock. I'm sure you'll find something for yourself. Wir gehen mal da vorne hin zu unserem Dealer.